So, und damit willkommen zurück zu den Olympischen Spielen Tokio 2020 bzw. 21. Heute werden wir Tischtennis im Doppel spielen. Letzte Folge war ja Einzel, da hatten wir Silber gewonnen. Nur gegen Frankreich haben wir verloren. Diesmal spielen wir wohl gegen Polen? Qualifikation. Im Doppel. Mal gucken, wer mein Doppelpartner ist. Polen. Den aufstrebenden Stern. Deutschland. Den starken Arm. Ja. Es wird halt nie eingeblendet, wer meine Partnerin ist. Ich glaube Engel. Der starke Arm. Ich glaube, es ist immer Engel. Jawohl. Warum? Okay, wir müssen uns entscheiden, wer... ...wer an die Tischplatte rangeht. Ich weiß nicht, was macht man als... ...Doppel... Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, wie man stehen muss. Engel, schüttel nicht den Kopf, das klappt. Ja, Engel, ich wusste es doch. Muss einfach immer Engel sein. Oh Gott. Wow. Engel, das war ja Monster. Alles einmal ausprobiert, habe ich gerade als Erfolg bekommen. Das heißt, ich habe vorher wirklich noch nicht Tischtennis im Doppel gespielt. Gut, weiter zum Halbfinale. Gegen Irland? Habe ich das richtig gesehen? Also... Republik Irland. Na gut. Irland. Die perfekte Partnerin. Perfekte Partnerin ist ein Spitzname. Deutschland. Den starken Arm. Yeah. Start. Der starke Arm schlägt ab. Ja. Der hat mich angeschossen. Das war ja mies.
Mist, Entschuldigung, Engel. Ich glaube, ich versau das. Wo kommt die Musik jetzt her? Kommt die automatisch bei einem... bei einem Schmetterball? Okay, das war jetzt zu leicht gerade. Okay, Engel, das war mega. Warum bin ich da so dämlich rangegangen? Engel, das machst du! Oha, Mist. Der hat mich angeschossen, verdammt. Wie mache ich meinen Spezialschuss? Gott. Ein Zug ins Finale. Silber haben wir sicher. Engel, sehr gut. Das war unfair, dass der einfach auf meinen dicken Bauch gezielt hat. Frech, frech, frech. Weiter zum Finale. Gewinnen, um Gold zu bekommen. Naja, mal schauen. Gegen Schweden. Sind die gut im Tischtennis? Schweden. Geht. Der sieht schon mal krass aus. Deutschland. Den starken Arm. Start. Der starke Arm schlägt auf. Nur beide. Eins. Sehr gut, Engel. Gut gemacht. Engel, das war...
Der hat mich angeschossen, verdammt. Ich habe versucht, an die Tischkante ranzukommen. So, Engel. Okay, Schweden ist ja mal richtig easy Gegner. Die hauen wir ja weg wie nichts. Okay, das ist ja mal... Warum habe ich versucht dran zu gehen? Okay, ich muss mehr auf Engel vertrauen. Warum gehe ich daran? Bin ich blöd? Nein, nein. Warum versuche ich das mit meinem Spezialschlag unbedingt machen zu wollen? Verdammt! Einstand. Ich muss an der linken Ecke bleiben und versuchen, nach rechts zu spielen. Mehr nicht. Rest macht Engel. Gott sei Dank, Engel! Gold! Gold mit Engel! Ja, die Schweden waren am Anfang richtige Lappen. Weiß nicht. Kommen die Lappen aus Schweden? Nein, das ist doch Finnland, oder? Lappland. Irre ich mich jetzt komplett? Ich glaube, die Lappen wohnen in Finnland. Die Schweden haben echt schwach angefangen. Kann man nichts anderes sagen. So, jetzt Siegerehrung. Deutschland vor Schweden und Großbritannien. Goldmedaillengewinner und olympischer Champion. Der Achso, ich dachte, der starke Arm. Doch. Also doch, der starke Arm. Nun gut. Ich bin am Überlegen, was für eine Disziplin können wir als nächstes machen. Volleyball, haben wir da was gewonnen? Nein.
Weitsprung waren wir auch nie wirklich gut. Basketball mies. Baseball haben wir zumindest Bronze. Staffellauf. Sportklettern. Okay. Nächste Runde versuchen wir nochmal Sportklettern. Dafür gestalten wir aber mal unseren Spieler wieder um. Weil mit dem Bauch werde ich, glaube ich, beim... Mit dem Bauch werde ich wohl nicht beim Klettern so auftrumpfen können. Statur. Ja, nehmen wir mal so krass athletisch. Hautfarbe. Machen wir das einfach mal ein bisschen blasser. Zurück. Was ist Stil? Also. Nee, wir bleiben mal lieber Mann. Gesichtsdetails. Was könnte denn zum Klettern gut sein? So. Da machen wir uns aber mal einen anderen Part. Lemmy Gedächtnisbart. Komm, nehmen wir erstmal nur den. So. Brille brauchen wir nicht. Stimmefähigkeiten. Kraft, Geschwindigkeit, Technik. Zum Klettern, keine Ahnung. Lassen wir so. Starker Arm. Klettern, klettern, klettern. Was wäre gut? Blitzangreifer. Wunderspieler. Passt nicht zum Klettern. Überlebenskünstler. Sprungexperte. Wir nehmen Überlebenskünstler. Und gucken. Meine Daten. Was wir für Tipps beim Klettern haben. Sportklettern. Oh, da haben wir viele Tipps. Verschwindet das Wort bereit. LT gedrückt. Superstadt. Den besten Stadt legst du hin, wenn du... Ja, macht Sinn.
Okay, perfekt in die Richtung drücken. Du kannst beim Klettern den nächsten Griff anvisieren. Wechsel zu. Okay. Dann erstmal Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.